kleiner Spaziergang durchs Barrio. Barrio ist der Bezirk, in dem man lebt oder in dem jemand lebt. Und ich bin heute mal zu Fuß unterwegs, um euch ein bisschen zu zeigen, was es hier alles gibt. Hier wohnen viele Leute, die in der Nähe im Tourismus arbeiten. Und dementsprechend gibt es ja auch alles, was man braucht. Hier ist ein Salon zum Haare schneiden. Da drüben gibt es, oh, verkauft einer Habichuela. Hier ist ein Comedor, hier gibt es zu essen. Und da drüben gibt es Klamotten. Hier vor mir ist auch noch wieder ein kleiner Colmado. Und diese kleinen roten Mopeds, die werden benutzt zum Ausliefern. Man kann also, hier seht ihr ein bisschen die Telefonnummer. Die haben fast alle einen Service, dass man da anrufen kann. Und dann bringen die euch das nach Hause, was ihr bestellt habt. Im Residenzial sehe ich die ganz oft fahren, diese Mopeds. Da ist ein Verkehr, man soll das gar nicht glauben. Das geht hin und her und hin und her. Obwohl hier eigentlich alle auf dem Nachhauseweg dran vorbeifahren, wird dieser Delivery Service sehr gut genutzt. Sehr gut. Das ist auch ein Residenzial. Residenzial Emily mit Telefonnummer immer dran. Im Augenblick gibt es einiges zum Vermieten. Da gibt es auch wieder zu essen. Da gibt es einen Vape Store, Mini Market, Marvelin. Wieder die Motorräder stehen mit den Kisten hinten drauf. Mini Market, Marvelin, da ist die Telefonnummer. Und da seht ihr auch das Moped, typisch dominikanisch, Delivery, das spanischste Wort, das es im Augenblick gibt. Und dann werden euch die Einkäufe nach Hause gebracht. Wir trinken ja kein Leitungswasser hier in der Dominikanischen Republik. Wir nehmen das höchstens mal zum Kochen und deswegen kaufen wir Trinkwasser. Man kauft einmal so ein Bouteillon und dann tauscht man das Leere gegen das Volle und zahlt nur noch halt den Wasserpreis. Das sind im Augenblick, glaube ich, zahle ich 50 Peso für das Bouteillon. Hier kann man Kinder abgeben. Hier wird auf Kinder aufgepasst. Auch da steht dran, zu vermieten. Se renta Shakila hier. Se cuida niños. Da kommt wieder das Delivery-Moped angesaust. Ja, wie gesagt, Delivery ist hier sehr beliebt. Er hat sogar vorne und hinten einen Korb drauf. Hier nebenan ist gleich eine Kirche. Die Dominikanische Republik ist christlich, wenn auch nicht überwiegend katholisch, wie viele glauben. Und es gibt sehr viele verschiedene christliche Kirchen hier. Und es ist auch sehr leicht, eine Kirche aufzumachen. Es ist außerdem ein gutes Geschäft. Wenn man in der Nähe einer Kirche wohnt, dann kann man auch davon ausgehen, dass wenn die predigen, dass es sehr laut wird. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist, warum man da immer so schreien muss. Aber es ist wirklich hier so, die Kirchen sind ziemlich laut. Es wird viel gesungen und leider haben die auch immer Musikanlagen, die nicht von der besten Qualität sind, genauso wie die Colmados auch, wo es dann halt kracht und scheppert. Und das, ob man an Gott glaubt oder nicht, ist einfach zu laut.
Apartments Polanco, Apartments Charlotte, wie ihr seht. Alles voll Apartments. Und ich gehe jetzt hier mit euch lang, weil das auch kein Residenzial ist hier. Residenziale sind geschlossene Wohngebiete, wo meist auch kein Colmado und nichts erlaubt ist und wo man nur reinkommt, wenn man da wohnt. Das hier ist eine ganz normale Straße, wo halt Apartmentanlagen sind. Die meisten haben natürlich auch eine Tür. Ja, wie ihr seht, da ist ein fettes Tor. Das kann man also abends zumachen. Und dann ist das Moped oder das Auto, was man hat, auch noch ein bisschen sicherer, als wenn es auf dieser Straße stehen würde. Hier gibt es eine Farmacia. Das ist eine Apotheke. Man kann hier viele Medikamente über den Counter kaufen. Auch Antibiotika, was bei uns zu Hause ja nicht so einfach zu machen ist. Hier geht es alles noch. Für abends kann man es hier bezahlen und seine Medikamente entgegennehmen. Viele haben, entweder wechseln die sich ab mit den 24-Stunden-Dienst oder haben eh lange offen. Und man kann auch Medikamente oft sich liefern lassen. Entweder hier seht ihr einen QR-Code. Viele benutzen hier WhatsApp. Man kann also wirklich fast alles über WhatsApp bestellen und kriegt es dann direkt nach Hause geliefert, bezahlt den Fahrer plus, was es halt kostet, das ausgeliefert zu bekommen. Hier in dieser Ecke werdet ihr natürlich so gut wie niemanden finden, der Englisch oder Deutsch spricht. Die sprechen alle Spanisch hier. So, das hier ist eine Tapisseria. Die beziehen Möbel, wie ihr da sehen könnt. Die beziehen auch, wenn man das braucht. Ich habe das schon machen lassen, mein Motorradsitz, also von meinem Moped den Sitz. Und alles, was man bezogen haben will, da kann man hierher kommen, fragen, was es kostet, wie lange es dauert. Rechnet man damit, dass es länger dauert als angegeben. Aber das ist, glaube ich, zu Hause auch bei euch nicht anders. Es sieht sehr unordentlich aus und es wird hier auch für unsere Verhältnisse wahrscheinlich einfach auch ein bisschen chaotischer gearbeitet. Trotzdem ist das Ergebnis oft wirklich sehenswert. Also ich habe meinen Mopedsitz, der war wie neu, nachdem ich den habe machen lassen. Ich habe den nicht hier machen lassen, das gab es damals noch nicht, sondern ich bin nach Veron gefahren und habe das damals da machen lassen. Das hier ist die Calle Carlos Ramón, die wir gerade lang gelaufen sind. Weiter unten ist die Calle Kiev und direkt neben uns ist die Autobahn. Und hinter der Autobahn, da ist Krokotal. Das ist so ein Residenzial, von dem ich gesprochen habe. Da kommt man nur rein, wenn man da wohnt oder wenn man ein Besucher ist und als dieser am besten auch angemeldet. Es ist wirklich schwierig, da reinzukommen. Wenn man da rein möchte, jemanden besuchen, dann muss man seine ID, also seinen Personalausweis oder seinen Reisepass am Eingang abgeben. Sonst lassen die einen gar nicht erst rein. Ja, und wenn man rausfährt wieder, dann darf man natürlich nicht vergessen, den mitzunehmen. Das ist hier wirklich in den meisten Residenzialen so der Fall, dass es so abläuft. Das Krokotal ist auch wirklich ein ziemlich großes Residenzial. Es war eins der ersten hier. Und es hat einen Golfplatz in der Mitte und ringsum sind Apartments und Häuser gebaut. Viele dieser Apartmentanlagen sind so zusammengestellt, dass da so ein paar Apartments quasi zusammengehören und dann in der Mitte auch einen Pool haben. Hinter mir ist eine Privatschule, auch direkt hier an der Autobahn. Wer das Geld übrig hat, schickt seine Kinder hier auf eine Privatschule, in einen privaten Kindergarten. Es gibt eine Schulpflicht, aber die öffentlichen Schulen sind ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Und wer kann, der schickt die Kinder privat. Ja, es gibt die unterschiedlichsten. Einige sind sehr, sehr teuer, aber viele sind auch bezahlbar. Und durch den Tourismus haben hier viele Leute einen guten Job und können sich das auch leisten. Und so kann man sagen, dass hier auch ja eigentlich eine neue Generation heranwächst an Dominikanern, die hier in Barbaro geboren und aufgewachsen sind und Privatschulen
besucht haben, dadurch, dass ihre Eltern einfach hier gute Jobs hatten. Da ist also ja der Tourismus auch von Vorteil. Ein Parador ist das Wort von Parada, von Bushaltestelle quasi, wo man also einfach anhalten kann. Man sieht es oft an der Straße, da wo auch Busse fahren, da gibt es immer Paradas. Und da gibt es auch meistens Essen an den Paradas, an den großen, für alle Leute, die unterwegs sind. Oder man kann schnell aus dem Bus aussteigen, wenn man mit dem Bus unterwegs ist, sich ein Wasser holen oder Kekse. Und ansonsten kann man da auch essen. Auch das ist natürlich typisch, dass am Straßenrand gestanden wird und Kokosnuss verkauft wird oder Obst oder Gemüse. Wir hatten hier auch schon einen stehen, der hat Öl für Autos verkauft. Also Straßengeschäfte werden auch immer noch hier viel angeboten. Das ist ganz spannend. Wobei Kokosnüsse natürlich toll sind. Man kann sich die hier auch mitnehmen und sagen, bitte nicht aufmachen, weil normalerweise machen die auf und füllen die gleich in den Becher um. Und dann kann man die mit nach Hause nehmen und mit einem kleinen Hieb nur noch die dann zu Hause aufmachen. Warum euch immer alle sagen, ihr sollt abends im Dunkeln am besten nicht Auto fahren und auch nicht unbedingt immer überall hinlaufen, das ist nicht der Grund, dass ihr dann überfallen, ausgenommen, abgeschlachtet werdet. Das kann natürlich auch passieren, aber überwiegend sind es solche Gründe. Was man im Dunkeln nicht sieht, ob mit dem Auto oder zu Fuß, kann zu einem fiesen Unfall führen. Ja, das war unser kleiner Spaziergang durchs Barrio. Hier ist noch der Carwash, wo man sein Auto waschen lassen kann. Auf der anderen Seite, wenn man platten Reifen hat oder was repariert haben will am Moped, ist wie gesagt alles in so einem Barrio, in so einem Bezirk, ist das alles in Laufnähe vorhanden. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Ich sag mal tschüss, jetzt wird es hier nämlich gerade laut. Bis nächste Woche, zum nächsten Video hier auf Punta Cana. Olli, erzähl. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La la casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata.